Zu The Elder Scrolls Online gab es jetzt 2023 das große Enthüllungsevent und das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen und ich werde das Ganze etwas kommentieren. Kleiner Disclaimer, bevor wir anfangen, ich habe bereits gestern voraussichtlich ein Video dazu herausgebracht, wo ich all die ganzen Informationen zusammengefasst habe. Das Ganze ist jetzt hier an dieser Stelle nochmal verlinkt, einfach auf das i klicken oder unten nochmal gucken in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung, verlinke ich euch dort. Das heißt, wenn ihr die gebündelten Informationen innerhalb von 16 Minuten haben wollt, also so lange müsste das Video sein, also so war es im Schnitt, glaube ich, dann klickt euch einfach dort rein, da habe ich das alles für euch zusammengefasst. Das ist hier quasi nur eine Reaction von mir auf das Event und ich würde mal sagen, damit starten wir in die Geschichte rein. Deutsche Untertitel sind natürlich an für diejenigen, die kein Englisch verstehen. Welcome to the Elder Scrolls Online 2023 Global Reveal. Whether you're coming from our Developer Direct or just joining us now, we've got an incredible show today. Earlier today, ZeniMax Online Studio Director Matt Farrer shared some exciting details on the Elder Scrolls Online's next adventure. That includes one of the most requested features from the ESO community, a new playable class. Hype, neue Klasse. Wurde wirklich sehr, sehr lange danach gefragt nach einer neuen Klasse. Habe ich auch schon spekuliert darüber, dass sie das machen werden. Es gab noch so ein bisschen die Idee, dass halt irgendwie Spellcrafting in das Spiel kommt. So ein bisschen wie man das von Oblivion quasi kennt. Dort konnte man ja auch eigene Zaubersprüche quasi erstellen. Finde ich eine coole Idee. Ist jetzt erstmal nicht gekommen. Mal gucken, ob sie es in der Zukunft machen. Werden wir wahrscheinlich aber auch noch mal später ein bisschen drüber quatschen hier in diesem Enthüllungsevent drüber. Called the Arcanist. Matt also revealed that the new chapter, called Necrom, will take you back to a familiar location in Tamriel, Morrowind. And while there, you'll run into a familiar face, a well-known Daedric Prince from the Skyrim Dragonborn DLC. That's just a taste of what's to come. We've got a lot of ground to cover, so let's get started. Once again, it's my great pleasure to introduce The Elder Scrolls Online's creative director and my friend, Rich Lambert. Hey, Rich. Hey, Pete. Good to see you here. Yeah, it's so great to be back to talk with you about all the new fun things the team's been working so hard on. I can't wait to share it with you all. All right. It's time to talk Necrom. Are you excited? I'm thrilled for this year. We're gonna be Ich muss das jetzt gerade ganz kurz sagen, es ist so ein bisschen typisch amerikanisch, ne? Also, dass man jetzt so tut, als ob man so ein lockeres Gespräch hat, obwohl eigentlich alles geskriptet ist, also man merkt, dass es geskriptet ist, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ehrlicherweise finde ich es aber trotzdem sympathisch, dass sie sich einigermaßen Mühe dafür geben. Also, finde ich ganz nett, auf jeden Fall. Mal gucken. Exploring a new story and theme centered around the Dark Elves and Emaeus Mora. The best way to describe this story is Shadow over Morrowind. But before I go into any more detail, we've got a great way to introduce you to the mood and feel of this arc. It's Elder Scrolls meets cosmic horror, and I can't wait for you all to see it. Well, they don't have to wait. Na, höre ich da ein paar Lovecraft-Fans schon schreien, wie sehr sie sich freuen auf dieses Kapitel. Kosmischer Horror, Emaeus Mora. Ja, das ist schlau von denen, muss man ehrlicherweise sagen. Da haben sie auf jeden Fall ein Theme, was ziemlich viele Leute hookt. Any longer, this is the Elder Scrolls Online Necrom. Das da hinten wird dann Necrom sein. Ist eine ganz, ganz wichtige Stadt tatsächlich für die Dunmer. Dort bringen sie nämlich ihre Toten hin. Kann ich schon mal so ein bisschen verraten. Ich glaube, darauf wird später bestimmt auch nochmal eingegangen werden hier. Finde ich mega geil. Also diese Teaser-Trailer, diese cinematischen, die sind schon ziemlich geil bei Elder Scrolls Online. Also, so muss dann auch bei Elder Scrolls 6 aussehen, ne? Also, finde ich. Aber auf jeden Fall ziemlich gut gelungen. Also, deckt so ganz gut, glaube ich, wieder, wie das Theme, wie die Stimmung ist im Spiel. Gefällt mir immer sehr, sehr gut.
Sieht ja fast schon aus wie Live-Action. Das sah jetzt gerade ganz schon echt aus. Also das Gesicht, ne? Schon ein bisschen was von der neuen Klasse, ne? Ein Brett. Also, da kannst du sagen, was du willst. Das ist absolut so, wie ich mir halt Elder Scrolls auch in meiner Fantasie vorstelle. Die Spiele sehen halt immer ein bisschen anders aus, ne? Aber auch wenn man sagt, hey, ich habe gar keinen Bock auf ESO, Digi, diese Trailer sind absolut Pflicht für jeden Elder Scrolls-Fans. Also, das ist halt einfach wirklich echt geil von den Animationen, wie das Ganze aussieht. Hat mir sehr gut gefallen. Also, richtig Gänsehaut. Weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich fand es ziemlich gut gelungen. Ich finde auch hier, wenn man mal ganz kurz guckt, das Logo ganz geil mit den Augen, das haben sie ganz gut hinbekommen. Also, geiles Design auch. Und grün mag ich sehr, sehr gerne, muss ich zugeben. Habe ich zuletzt auch sehr, sehr häufig in meinen Thumbnails tatsächlich verwendet. Mag ich gerade einfach gern die Farbe und das deckt sich ja hier gerade so ein bisschen. Cooles Layout insgesamt. Und die Stimmung kommt, glaube ich, auch ganz gut rüber. That was awesome. Those mushroom towers really take me back. Yep. And some powerful moments in there, but let's start with breaking down the story in Necron. Everything centers around Himaeus Mora. We've explored small pieces of who this prince is in a few zones in ESO up to this point, but there are complicated Daedric prints. Mora is the knower of unknown and hoards knowledge and secrets in the realm. Some of these secrets are just too dangerous for any being to know. Also, so wie das ja gerade hier aussieht, werden wir offensichtlich Apokrypha besuchen und im Render-Trailer im Cinematischen haben wir auch gesehen, dass sie ja, also die Protagonistin des Trailers, ja auch bei Himaeus Mora gelandet ist in Apokrypha. War ehrlicherweise mit einer der spannendsten Sachen des Dragonborn DLC, Change My Mind. Ich glaube, das hat das auch, also für mich hat das so stark gemacht mit. Solzheim ist auch eine geile Insel, muss man ehrlicherweise sagen. Die Dunkelelfen sind sehr, sehr beliebt, die Dunmeer. Ich mag sie auch sehr, sehr gerne, muss ich gestehen, weil die Lore um sie herum sehr, sehr spannend ist und einfach es ein paar sehr, sehr interessante Persönlichkeiten dort auch gibt. Also, die haben da auf jeden Fall ein Thema sich ausgesucht für dieses Jahr. Also, da können sie eigentlich nichts falsch machen. Also, das können sie nur gut machen. There are hidden powers that threaten Mora's realm of Apocrypha, with the ultimate goal of uncovering one of these secrets. A secret so important and so dangerous that if discovered, it can unravel all of reality. This isn't just Tamriel that's in trouble, this is all of Nern. Yes, absolutely. Diesmal ist nicht nur Tamriel in Gefahr, diesmal ist es alles, alles, was es gibt im Elder Scrolls-Universum. Naja, das ist, naja. Ich fand den Ansatz von High Isle eigentlich ganz interessant, dass man sagt, so ein bisschen mehr politische Intrigen. Das ist das, was mich halt auch persönlich mehr interessiert, so ein bisschen so Richtung Game of Thrones. Ich finde, sie haben es in High Isle allerdings nicht wirklich gut umgesetzt. Da hätten sie ein bisschen besser vom Scripting sein müssen, hätten sie ein bisschen weiter in die Tiefe reingehen müssen, damit es die Leute wirklich hookt. Aber so das klassische Gut gegen Böse ist natürlich immer ein gutes Setting und das ist halt, da kann man natürlich sagen, hey, der Drops ist gelutscht, aber was viele Leute vergessen, die Elder Scrolls-Reihe hat das mit erfunden, also im Spielermarkt. Also das sind halt sozusagen die Erfinder von diesem Konzept und deswegen können sie sich auch so ein bisschen das Recht vorbehalten, das auch immer weiter zu machen, ne? Elder Scrolls ist, also die ganze Elder Scrolls-Reihe, wann ist Arena rausgekommen? 1994, glaube ich. Eine der ältesten Fantasy-Rollenspiele-Reihen überhaupt und natürlich, da ging es halt auch gegen Gut, gegen Böse und die haben das quasi so vom Medium Buch, vom Medium Tabletop quasi übertragen auf die Videospiele-Industrie.
Und dementsprechend dürfen die auch so ein bisschen klischeehaft bleiben, finde ich. Aber wir haben es ja hier mit Hermes Mora zu tun. Und dementsprechend ist die Sache noch ein bisschen spannender. Gerade die Daedra-Fürsten in Elder Scrolls Universum sind halt sehr, 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 sehr spannend. Und die sind halt eben nicht einfach so schwarz und weiß. Die wirken zwar erstmal böse, aber es gibt dann doch ganz schon viele Facetten. So where do our players fit into the mix? Players are essentially being tested by Mora to see if they are worthy to help aid them. So over the course of this adventure, players will become sort of a protector of this ultimate secret that these hidden powers are searching for. And there's also an opportunity for players to seek out other knowledge if they wish, to dig into some of the origins of our new playable class. Höre ich da neue Lore raus? Ich höre neue Lore raus. In the Arcanist. Cool new playable class. I am so in, and I know a lot of our players are as well. Now, we're heading back to Morrowind this year, but it's not the Morrowind that... Ja, dass er das cool findet, ist ja klar, er arbeitet dort, ne? Everyone knows from the Elder Scrolls 3 or even from the 2017 chapter of ESO. So it's going to be familiar, different, a little bit of both? Yes, sir. We're going to be exploring the eastern portion of Morrowind, specifically the Talvani Peninsula. It's still home to the Dunmer or the Dark Elves, so you're going to see that familiar alien landscape with the giant mushrooms and all the like. But it's got a very different feel than any of the locations that we've previously explored. And I'm guessing the city we saw. Ja, also das merkt man gerade auch so ein bisschen. Er meinte ja gerade, dass es so ein bisschen anders ist als die bisherigen Areale, die sie gemacht haben. Und zwar, gerade im Grundspiel merkt man, das ist sehr stark, sind die Maps quasi wirklich nur so eine Ebene. Also es gibt kaum Tiefgang. Und hier hast du, wenn du ganz kurz, ich gehe nur ganz kurz zurück, du hast hier schon gesehen so ein bisschen, hier mit so, also dass es ein bisschen mehr so Schluchten hat, ein bisschen Berge, hügeliger, also dass es so ein bisschen mehr Abwechslung gibt in der Map quasi. Finde ich ganz cool zu sehen, wie sie sich da weiterentwickelt haben. Also die Maps da im Vergleich ganz am Anfang im Grundspiel sind da halt sehr, sehr flach halt einfach. Durchgehend quasi ein Tal. Und jetzt macht man wirklich so Höhen, dass es hoch und runter geht. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Map nochmal viel, viel größer wirkt und dass sie mehr Tiefgang einfach besitzt. Sieht jetzt hier von den Aufnahmen schon mal vom Style sehr, sehr gut aus. Und gerade wenn man die letzten Kapitel sich anschaut, hi, hi, gut, Blackwood ist jetzt kein gutes Beispiel, da ist es halt eher auch wieder flach. Aber hier zum Beispiel die Somerset-Inseln, dann hat man halt auch Höhenunterschiede gehabt. Und das macht die Map halt sehr, sehr abwechslungsreich. Und ich finde, das sieht hier schon mal ziemlich cool aus mit den Pilzen auf jeden Fall. It's got a very different feel than any of the- hier sieht man das richtig gut nochmal. Ne? Also wenn ihr mal guckt hier mit dem Wasserfall, es gibt hier wirklich so ein bisschen mehr Höhenunterschiede. Und das war immer so im Grundspiel zumindest bei Elder Scrolls Online nicht der Fall. Das war immer ein bisschen sehr, sehr langweilig, fand ich. Und hier hat man wirklich ein bisschen sich, glaube ich, mal mehr getraut einfach. Dass man halt auch wirklich mehr noch quasi die Karte gestaltet. Müssen wir natürlich sehen, wie es ist, wenn es draußen ist, aber von den Aufnahmen überzeugt mich das schon mal ziemlich gut. Also sie zeigen das Spiel auf jeden Fall von einer sehr, sehr guten Seite gerade. The locations that we've previously explored. And I'm guessing the city we saw, that was Necrom, yes? Yep. And we haven't seen that since the Elder Scrolls Arena, and it looks very different now. Yeah, a lot has changed since then. But yeah, Necrom is... Also in Arena wird die Stadt auch ein bisschen größer gewesen sein. Ich habe Arena nur kurz wirklich gespielt, nicht wirklich viel Zeit drin verbracht. Aber da müsste halt auf jeden Fall Necrom ein bisschen größer sein, weil da viel prozedural generiert ist tatsächlich. Also geil, dass wir hier nochmal wirklich was sehen. Eine wichtige Stadt auch der Dunmer, die häufig in der Lore erwähnt wird. Und dass die jetzt wirklich halt quasi nochmal, naja, im neuen Design daherkommt. Dass wir die wirklich jetzt nochmal sehen, dass auch neue Spieler das zu Gesicht bekommen. Weil ich finde, und ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen was dazu sagen werden, deswegen will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Diese Stadt ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Is the main city in the chapter, and there's so much amazing lore around this. It's a city of the dead, where Dunmer families from all over Morrowind bury their deceased in these elaborate ceremonies. But there's also some really just wild rumors as to the origins of Necrom. It's a crazy old city, but I'll leave that up to CJ to kind of dig into in just a little bit. Now, finally, Necrom isn't the only cool location that players are going to get to explore. So tell us about the zone that I'm pretty familiar with, and some of our players will be too, and that's Apocrypha. Yes, the Oblivion Realm, home to forbidden knowledge. Also home to the know-it-all Daedric Prince that we just saw, Hermaeus Mora. Now, it's always great to revisit other areas of Tamriel that we haven't seen in an Elder Scrolls game, but I know the folks at ZOS like to build everything from scratch. So when it comes to the Prince's Realm, it's not just like a carbon. Aha, also gut, ich habe jetzt so verstanden, es gibt jetzt quasi zwei große Gebiete. Wir haben einmal dieses Telvanni-Archipel, was in Morrowind liegt, und jetzt kommt nochmal Apocrypha, zumindest ein Teil von Apocrypha dazu. Und das, was ich jetzt gerade gesehen habe, war ja schon so ein bisschen größer, auf jeden Fall. Oh, das sieht cool aus. Gucken wir mal weiter. Copy of what we've seen before, right? The Apocrypha that you know and love from Skyrim is it's definitely there.
the dark inky waters, the towering stacks of books, you know, those unique yellow-green skies. But like always, we love being able to explore new areas, love putting our own spin on things, and we want to make this our own and give the players new fun things to explore and learn. It's so exciting. Sounds like a great blend of the old and the new when it comes to like the biomes and the places the players are going to be exploring in Necrom. And in fact, let's explore more of Necrom right now with more details from the team. Also, Apokrypha, das sieht schon baba aus. Das hat mir sehr, sehr gefallen und wir sind ja auf jeden Fall nochmal ein paar Ecken und Kanten mehr. Also gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut, was wir da gesehen haben. Ich bin gespannt, wie viele Quests es dort geben wird, ob es nur die Hauptquests sich quasi darum drehen wird oder ob es auch ein paar Nebenaufgaben quasi geben wird. Ich gehe mal auch von letzterem tatsächlich aus, weil es sah ein bisschen größer aus, das Gebiet. Also wir haben jetzt nicht ganz so viel gesehen, wie jetzt gerade zum Beispiel vom Talvani-Archipel. Aber es sah schon so aus, dass wir halt nicht nur irgendwie eine Dungeon quasi haben, sondern dass es wirklich so eine offene Region gibt, die man erkunden kann. Haben wir ja gerade gesehen, wo der Protagonist da mit dem Pferd durchgeritten ist. Und das finde ich schon ziemlich aufregend, ehrlicherweise, weil ich immer so ein bisschen halt auch mehr Apokrypha erkunden wollte, als wir halt zum Beispiel im Dragonborn DLC gesehen haben. Da ist das ja alles sehr, sehr stark zentriert quasi nur um die Dungeons. Was halt auch schon ziemlich cool war, wie ich fand, aber wenn man jetzt wirklich so ein kleines offenes Gebiet hat, das muss gar nicht mal groß sein, wie ich finde, so ein kleines offenes Gebiet, wo man ein bisschen was erkunden kann, wo es vielleicht 5, 6 Nebenquests gibt. Na gut, 6 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so 2, 3. Ich wäre glücklich. Ich bin relativ leicht, da glücklich zu stellen. Ich habe einfach Bock darauf, halt mal wieder was in Apokrypha zu erledigen. For the regions in Morrowind and Apokrypha that have been explored in previous Elder Scrolls games, we approach them carefully, making sure on one side it felt like a trip down memory lane, but also providing new experiences for everyone. Our destination this time was the Telvanni Peninsula, an area we visited in the very first Elder Scrolls game, Arena. We also caught a glimpse of its coastline in Test 3, Morrowind. This is the first time any game has returned to these lands in almost 30 years, and we were really excited to bring them back. The giant mushrooms and distinctive fungus-covered Telvanni towers are back, of course. The East Asian influences at work in some of the architecture and general aesthetics also return, as does the alien landscape so crucial to representing the lands around Vardenfell. For many players, Morrowind was their first introduction to an open-world RPG, and this concept was reflected in the expansive environments of Test 3. ESO has always honored this basic idea, the idea of a world ripe for wandering, and our depiction of the Telvanni Coast will reflect this. Das sieht schon interessant. Ich finde das sehr, sehr stark, auch grafisch. Das Spiel ist halt von 2013 2014. Es ist ein bisschen die Jahre gekommen, definitiv, will ich gar nicht bestreiten, aber das sieht echt nicht schlecht aus. Gerade wenn man bedenkt, wie alt das Spiel ist und dass sie da nochmal so ein bisschen was aus dieser alten Engine rauskratzen. Hier mal kleiner Nebenfakt, was wir nicht wissen. Das Ganze ist in der Hero Engine erstellt worden. Die haben sie sich quasi eingekauft und stark modifiziert. Also die Hero Engine wie damals ist das natürlich nicht mehr, sondern sie haben das quasi sehr, sehr stark geupgradet und an ihre Bedürfnisse angepasst. Und was ich lustig finde, was ich auch lange Zeit nicht wusste, die Hero Engine wurde tatsächlich auch für The Old Republic, für Star Wars The Old Republic genutzt. Auch ein MMO, beziehungsweise ein Online-RPG, was halt einen sehr, sehr starken Fokus auf die Story hat und ziemlich geil ist, ehrlicherweise. Und wenn man jetzt gerade mal tatsächlich The Old Republic mit ESO vergleicht, also The Old Republic sieht schon deutlich, deutlich altbackener aus. Und dann bedenkt man, dass das die gleiche Engine hat, dann muss man halt den Leuten eigentlich bei ESO einen Orden geben dafür, dass sie das herausgekratzt haben. Die Engine hat ein paar Probleme. Das ist alles immer nicht so leicht, Engines und tatsächlich Spiele zu programmieren. Dementsprechend, ich lese immer viele Kommentare, halt ESO sieht schlecht aus und bla bla bla. Ich finde es immer wichtig, da nochmal so den Kontext zu betonen. Ich finde, das Spiel sieht nicht schlecht aus. Ich finde, das Spiel hat seine eigene Ästhetik, ehrlicherweise. Ganz klar, also wenn ich jetzt mal ein Skyrim modde, richtig heftig, dann sieht das schon mal ein Stück weit besser aus. Aber es funktioniert halt auf den Konsolen einmal und halt auf dem PC. Also, und dafür sieht es absolut okay aus. Mal gucken, was da noch in der Zukunft kommt. Ich würde mir ja ein Textur-Upgrade quasi wünschen, gerade für die Texturen im Grundspiel. Ich glaube, da könnte man halt ganz einfach nochmal das Spiel ein bisschen verbessern. Das Problem, glaube ich, ist, dass sie, dass natürlich so ein Textur-Upgrade quasi sehr, sehr viel Speicherplatz wegnehmen würde. Und ESO wiegt halt mit all seinen Kapiteln schon irgendwie 90 oder 100 Gigabyte, was echt eine Tonne ist, ja. Mal so zum Vergleich, The Witcher 3 hat irgendwie 30, 40 Gigabyte an Speicherplatz, die es verbraucht. Nun, ESO ist halt auch wirklich größer mit all seinen Gebieten, muss man halt erwähnen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Aber das fand ich ein ziemlich spannender Fakt, den ich mal einfach so am Rande euch mitgeben wollte. Bedenkt das. Und dementsprechend ist es sogar ziemlich beeindruckend, was sie hier noch herausholen. The sense of odd scale you may feel walking through it are paramount.
In terms of differences, we've crafted a modern view of the city of Necrom, not seen since 1994. Getting to work on something elvish which predates the Tribunal is particularly interesting. Necrom is the Dunmer City of the Dead, where all prominent Dark Elves gather to pay respects and lay to rest their honor departed. Lord Vivec, known as the Warrior Poet, spun some wild stories about the city's foundations, which may or may not be true. But what's definitely true is that the Dark Elves have a particular reverence for the city and its solemn purpose in their culture. It's naturally a cool thing to be able to contribute in any significant way to a long-standing piece of Elder Scrolls lore. For the Tilvani Coast, we had a lot of fun playing with the legend of Necrom's foundation, specifically the lore of Vivec himself having defeated the great beast Gul'gamorgil, whose bones supposedly lay the foundations for the city. Entering Necrom for the first time, you're bound to notice the towering rib-like rock formations which envelop the city. Finde ich mega cool, dass sie jetzt hier auch nochmal ein bisschen was zu der Stadt erzählen, zu der Lore und sowas. Das haben sie in den vergangenen Showcases quasi oder Enthüllungsevents immer nur so ein bisschen gemacht. Das haben sich aber immer Leute gewünscht, gerade so Menschen wie ich. Ich spiele vor allen Dingen ganz gerne Fantasy-Spiele, nicht nur wegen den Mechaniken oder sowas, sondern weil ich halt auch wirklich in diese Welt eintauchen will. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Scheinbar auch nicht nur für mich, das haben viele Leute gesagt. Und dass sie das jetzt so ein bisschen hier vorstellen und auch ein bisschen was zu den Hintergrund erzählen, finde ich wirklich mega cool. Ist natürlich alles so ein bisschen Basic-Stuff, aber ist auch super für diejenigen, die einfach mal so ein bisschen einsteigen wollen. Gefällt mir total toll. Ich kann das kaum erwarten, da so ein bisschen mehr herauszufinden, auch nochmal ein paar Bücher zu lesen. Und standardmäßig ist es ja so, viel von der Lore zu Elder Scrolls ist ja schon quasi niedergeschrieben. Das Elder Scrolls Online-Team, also ZeniMax, macht sich allerdings immer nochmal die Mühe, irgendwie neue Bücher hinzuzufügen, wo man das halt nochmal sozusagen nachlesen kann, wo man das finden kann. Also es wird also in der Spielwelt auf jeden Fall Texte geben, wo man quasi so ein bisschen das Ganze tiefer erkunden kann. Und mal gucken, ich lege mich darauf nicht fest, weil diese Videos sind sehr, sehr aufwendig, aber es könnte sein, dass ich eventuell auch dazu ein größeres Lore-Video, also generell zu den Dunmern, auch zu Necrom, aber auch zu Hermoes Mora plane. Könnte sein, wie gesagt, ich verspreche es nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch das wünscht. Habe ich auf jeden Fall quasi in der Planung bei mir, hätte ich auch Bock drauf. Und halt auch wirklich so ein Deep Dive. Also ich meine jetzt hier nicht nur so ein 10-20-Minuten-Video, sondern ich würde das ganz gerne ein bisschen länger machen. Ist wie gesagt unglaublich aufwendig. Hätte ich Bock drauf, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. The Dunmer have even added some runic symbols on the faces of the rocks themselves in recognition of their supposed origins. Is the legend true or simply apocryphal? Come tour the lands and make your own decision on that one. Necrom is intended to be monumental, reverent, and yet fit in with the shapes and forms we're used to seeing in Dark Elf architecture. The distinct arched doorways and decorative elements are there, as well as the detailed mosaics on the opulent interior spaces. Shit, das sieht gut aus, diese Wände. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, finde ich hier, diese Muster. Schöne Details. We specifically took a lot of inspiration from the classic Telvanni buildings in Morrowind. And finally, we have Apocrypha. Whenever we venture back into territories from previous Elder Scrolls games, we always try to make sure that our players... Ich glaube, da habe ich gerade eine Brücke gesehen, wenn man so ganz kurz... ...into territories from previous Elder Scrolls games. Da, guck mal, hier ist so eine Brücke, so Wasser, irgendwie so ein Schiff oder was soll das sein, da Holzplanken. Und guck mal, hier ist ein ganz großer Turm oder ein großes Gebäude. Also es scheint mir so zu sein, als ob man da doch ein bisschen mehr erkunden kann. Also dass es doch ein vielleicht größeres Gebiet ist, ich weiß es nicht. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie so, ne, überhypen oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube halt, das Größte wird natürlich diese Talvani-Halbinsel, dieses Talvani-Archipel sein. Mal gucken, wie groß Apokrypha wird. Aber auf jeden Fall scheint es was zu erkunden zu geben in Apokrypha. We always try to make sure that our players feel like they're genuinely returned. Ja, okay. Also hier auch noch mal so ein bisschen was, ne? Also das sieht schon ziemlich cool aus. To lands they traveled before. We took our initial visual cues from the Skyrim Dragonborn DLC. Then we expanded on the ideas presented in the original. We'll be sharing more details on the unexplored areas of Apocrypha later this year. For the meantime, let's talk about the parts that players are a little more familiar with. Some lands in Tamriel appear quite normal to our mortal eyes, and some, like the Tilvani Coast, feel foreign. And then there are the Oblivion Plains, whose lands bend our mortal perceptions into the most alien. Ja, also okay, das sieht auf jeden Fall, also wenn man so den Horizont sieht, das ist schon ein etwas größeres Gebiet, würde ich jetzt behaupten mal. Also ich würde mich da mal aus dem Fenster lehnen. Oh, cool, mal gucken, das wird spannend auf jeden Fall. Landscape possible. In crafting the Plane of Apocrypha,
it was important to remember that Hermaeus Mora doesn't really adhere to traditional ideas of good or evil as many other Daedric princes do. Likewise, Hermaeus Mora's realm isn't a representation of good or evil either. Our take here was to explore the idea of ancient records and how they might be represented physically in a plane such as this. We created fossilized impressions into the rock walls and emerging from the ground, representing the cataloging of all life, experience, and knowledge. Realms of Oblivion are extensions of their master, and so Apocrypha is a clearinghouse for knowledge. It's a repository. Achtet mal auf die Waffen. Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, aber die Waffen, die sind wirklich ziemlich spannend, ne? Ich muss mal mit der Maus gehen, ich zeig mal mit dem Finger, aber ihr könnt das ja nicht sehen. Hier, diese Waffen, das scheint auch so ein Stil zu sein, der halt an Apokryphe angelehnt ist. Finde ich auch mega geil. Aber die haben eine Sache wirklich, da haben sie die Chance vertan. Und zwar bewegen sich die Augen nicht. Das hätte ich noch ein cooles Detail gefunden. Das wäre so die Extrameile gewesen. It is intended to feel like a place where ancient things and ancient ideas can be preserved, perhaps even hidden, but never lost. There's a ton of story emitting from these locations, from the environment to the architecture. Of course, the characters and creatures breathe even more life into our world. When we chose the setting for Necrom, we knew we had to deliver a story that lives up to this location, and the team had a lot of fun bringing this story to life. If you're not super familiar with any of the fantasy names that we've been talking about, imagine a holy necropolis in the middle of an ancient hierarchical society presided over by extremely powerful mages. Yeah, there's a lot of fun tensions there for us to play with. Necrom remains neutral territory in regards to the great houses of Morrowind. Keeping the City of the Dead neutral means all Dark Elves can appease their ancestors and ensure their bodies are taken care of, even as the Three Banners War rages on. This is incredibly important, since the tradition of bringing the dead to Necrom predates the Tribunal and the creation of Dark Elves as we know them. Ganz kurz als Hinweis für diejenigen, die es nicht wissen, die Dunkelelfen haben eine sehr, sehr spannende Kultur rund um die Toten. Da gibt es auch sehr, sehr viel Nekromantie, gerade die Tel'vanni sind dafür bekannt. Zu Zeiten, wo Skyrim draußen ist, ist das quasi verboten aufgrund des Kaiserreichs, das ja halt tatsächlich auch es geschafft hat, Morrowind zu annektieren. Beziehungsweise zu Zeiten von Skyrim, naja, ist Morrowind gerade komplett untergegangen. Der Ausbruch des Roten Berges ist ja daran schuld. Lange Zeit, gerade in der ersten, aber auch, glaube ich, in der zweiten Ära, wo ja auch ESO spielt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall in der ersten Ära war es halt so, dass man halt sehr, sehr große Krypten hatte, wo man halt auch wirklich Untote hatte, Geister hatte und sowas. Und gerade die Tel'vanni waren damit ein führendes, großes Adelshaus in Morrowind, die wirklich sehr, sehr extrem sozusagen Nekromantie betrieben haben. Und ich glaube, dass da wir auch bestimmt noch mal so einige Story-Arcs zu sehen werden im Archipel. Eignet sich auf jeden Fall ziemlich gut dafür. Und ich finde das ganze Setting rund um Tote und Nekromantie, dieses Düstere, persönlich sehr, sehr, sehr spannend. Das hat mir schon damals bei der Erweiterung Elsewhere, die ja 2019 herausgekommen ist für ESO, sehr gut gefallen. Wo ja die letzte Klasse, der Nekromant, in das Spiel gekommen ist. Also sehr, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. It's an integral part of the Dark Elves' cultural identity. In other words, this is an ancient city of the dead, which isn't controlled by any one Dark Elf house, even though it's surrounded by the Tel'vanni Magisters, some of the most egotistical and powerful mages in the entirety of Tamriel. But the peninsula isn't the only place you'll get to explore. As a writer and certified library nerd, I'm so excited that this year we get to take you to Apocrypha for the first time since the Dragonborn DLC. You'll be accompanied by Larimel the Wise, a powerful mage who works with Hermaeus Mora, the Prince of Forbidden Knowledge. Notice I said with and not for. Larimel doesn't worship Hermaeus Mora. They have a working relationship that's built on mutual respect. As much respect as Hermaeus Mora can have for a mortal. See, mortals don't really survive in Apocrypha for a long time. Knowledge is enticing, but you'd be a fool to assume that it's harmless. And the sheer amount of information there tends to melt mortal minds, mangle their bones, contort their flesh, and turn them into terrifying creatures called the Hushed. Some books are lifeless collections of paper, totally safe to pick up. But others house tome shells, small Daedra who live between the pages of Apocrypha's first editions. Oh Gott, die sehen aber richtig süß aus. Also das ist ja fast schon putzig. They may not necessarily attack you, but if you've ever picked up a shell on the beach only to discover that there was a hermit crab already living in it, then you know just how surprising a tome shell can be. Tome shells and hushed aren't the only denizens in Apocrypha. No, Apocrypha's guardians lurk around every corner.
Seekers attend to the vast library, while lurkers wait beneath the inky waters. Da sind sie, die Sucher. Waters to dissuade any stubborn researchers from discovering Apocrypha's more dangerous secrets. It's best to be sure that you're really alone before you pick up some light reading. You'll even meet a clanless Dremora called Torvisard, who refuses to let the secrets of Apocrypha remain undisturbed. Torvisard's motives are as mysterious and complex as his allegiances. It's really hard to tell if he's friend or foe. This chapter isn't all about exploring crypts and making friends with eldritch horrors. There's a dark threat coming for both Apocrypha and Nirn. Vampire mercenaries known as the Dusk Sabers prowl the Tilvani Peninsula working for Magister Shelrenny Barrow. Entschuldigung, also das ist schon clever. Also man hat ja einmal die Dunkelelfen, die sehr, sehr, sehr beliebt sind. Man hat Apocrypha, was halt wirklich geil ist, was viele Skyrim-Fans richtig gemacht haben. Und jetzt bringt man auch noch Vampire als den Feind rein. Ja, ich glaube, meine Geste sagt alles dazu. Ich muss da nichts mehr sagen. Sie können das nicht. Also das Kapitel wird richtig stark werden. Das wird stark werden. Das werden auch, glaube ich, ganz viele alte Skyrim-Spieler, Morrowind-Fans und vielleicht sogar noch Oblivion-Leute, die das gezockt haben, das Game, hier nochmal anfangen, das Ganze zu spielen. Ich glaube, das wird ein großer Erfolg werden für die. Und das freut mich. Das freut mich wirklich, weil ich finde, das Elder Scrolls Online ist ein sehr, sehr gutes Spiel, was auch absolut sich eignet als Solo-Spieler. Das muss man, kann ich nicht häufig genug betonen. Wenn du halt Skyrim, Oblivion, Morrowind gespielt hast, dann musst du eigentlich Elder Scrolls Online ausspielen. Du wirst erstmal schlagen, es braucht wirklich so Pi mal Daumen 50 Stunden, um reinzukommen. Manche Menschen kommen auch schneller rein, aber ich denke, dass es auf jeden Fall wert ist, dem ganzen Spiel eine Chance zu geben. Und du hast so viele Aktivitäten. Was ich halt mag, ist halt, dass du halt wirklich voll immersive quasi questen kannst. Du hast aber auch die Möglichkeit, was ich ganz gerne mache, halt nebenbei halt irgendwie einen Stream laufen zu lassen und halt einfach irgendwelche trivialen Aufgaben zu machen. Ja, weiß ich nicht, irgendwie Sachen farmen, Ressourcen sammeln, Crafting und sowas. Dann kannst du halt entspannt ein YouTube-Video nebenbei gucken und halt ein bisschen zocken. Das finde ich cool. Oder du gehst halt komplett all in rein quasi und machst wirklich Quests und spielst 2-3 Stunden und lebst halt quasi in dieser Welt. Ich finde das richtig cool, dass du halt diese Option hast. Und bei Skyrim ist es beispielsweise ja so, dass es halt immer voll on immersive ist. Also du musst immer wirklich drinne sein. Das ist eigentlich ganz cool auf jeden Fall, aber gerade wenn man so ein bisschen in der Arbeitswelt steht und sowas, immer so ein bisschen drumherum viel zu tun hat, ist das ein bisschen nervig. Und bei ESO hast du halt einfach einen viel, viel, viel leichteren Einstieg. Du kannst halt so viele Sachen drumherum machen, du musst halt nicht questen. Du kannst tausend andere Sachen machen. Und wenn du Bock auf Questing hast, dann kannst du es halt machen. Und das ist halt das Coole dabei. Es ist halt das größte und das komplexeste Elder Scrolls-Spiel, nicht nur von der Story her, sondern halt auch einfach von den ganzen Aktivitäten, die du tun kannst. Shelrenny seeks to climb the ranks of her house by any means necessary. Even working with anyone who will give her the power to achieve her goals. Not everything will be hidden and mysterious, though. If you've played ESO before, there are a bunch of familiar faces for you to find throughout this chapter. I won't spoil all of the surprises, but we are bringing back my favorite Morrigg Tong assassin, Asher. Okay, yes, Naryu will make an appearance too. With all this focus... Naryu war, glaube ich, die Protagonistin oder die wichtigste Nebenfigur vom Morrowind, von der Erweiterung Morrowind für Elder Scrolls Online, die ja, glaube ich, 2017, ist schon ein bisschen her jetzt auf jeden Fall, 2017, glaube ich, rausgekommen ist. So habe ich auch übrigens angefangen, Elder Scrolls Online zu spielen. Ganz nette Nebenfigur auf jeden Fall. Ein bisschen besser ausgearbeitet. Insgesamt finde ich immer, man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe den Charakteren geben, aber sie wirken auf jeden Fall alle ziemlich glaubwürdig und passend zu der Welt. On secrecy and forbidden knowledge, it'll be up to you to discover the truth and stop enemies across Eastern Morrowind and Apocrypha. Good luck! Ja, klingt auf jeden Fall schon mal richtig, richtig spannend auf jeden Fall. Der Story-Arc, würde ich behaupten. Wird natürlich an einigen Stellen, wie gesagt, ein bisschen klischeehaft und generisch sein. Das finde ich natürlich schade, muss ich sagen. Andererseits, habe ich schon zu Beginn erklärt, passt das einfach zum Elder Scrolls-Universum. Und irgendwie wollen das die Leute ja auch. Also mit High Isle hat man ja versucht, wirklich was anderes zu probieren. Ist es, wie gesagt, nicht ganz so gut angekommen. Und dementsprechend macht man natürlich jetzt hier so ein bisschen den Schritt zurück und sagt so, hey, lass uns das Gesamtbild betrachten. Und was mögen die Leute? Die mögen halt vor allen Dingen Dedra, die mögen die Dunmeer, die mögen die Vampire. Lass uns das alle einfach nehmen und reinpacken und dann wird das schon gut werden. Also es ist auch der richtige Schritt dann, finde ich. Und ich persönlich mag das ja auch. Also ich bin ziemlich gehypt quasi auf Apocrypha. Naja, gehypt, in Anführungsstrichen. Muss ja mal ein bisschen vorsichtig sein, aber ich freue mich auf jeden Fall da, dieses Gebiet zu bereisen und halt auch das Tilvani-Archipel, beziehungsweise die Tilvani-Halbinsel, also haben sie es jetzt in den Untertiteln genannt hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche Übersetzung richtig ist, weil, wie gesagt, haben wir seit Arena nicht gesehen. In meinem Kopf ist es immer Tilvani-Archipel, ich verwende das gleich mit Tilvani-Halbinsel. Ich glaube, das ist auch Wortglauberei, spielt nicht so eine große Rolle.
Sieht mega spannend aus, mega geiles Setting. Mal gucken. Hey everyone, we're excited to let you all know that the Elder Scrolls Online Necrom is available for pre-purchase right now. While the chapter nicht vorbestellen will launch on PC, Mac and consoles this June, we've got plenty of reasons for. So, also 5. Juni 2023 einmal und der 20. Juni für die Konsolen. Ist übrigens, glaube ich, auch im Game Pass erhalten. Bin mir nicht ganz sicher. Im Xbox. Ganz wichtig, es gibt einen PC-Game Pass von Windows und es gibt einen Xbox-Game Pass. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Also es gibt zwei Game Passes. Also einmal einen für PC und einmal für Xbox. Wusste ich nicht. Das heißt, ESO ist nur im Xbox Game Pass enthalten und, glaube ich, nicht im PC Game Pass. Macht auch keinen Sinn, weil du hast halt einen eigenen Client, den du dir herunterlädst von deren offiziellen Seite oder halt über Steam. Dann ist aber trotzdem deren Client, den du halt quasi herunterlädst, deren Launcher. Genau, aber für die Konsolen, ich weiß nicht, ob das Kapitel mit drin ist. Ich glaube aber schon, weil Microsoft hat das ja bisher immer so gemacht, aber vielleicht sagen sie es auch nochmal. Purchase and jump into ESO today. If you're a new player, someone who hasn't played ESO in a while, or you still need to pick up some of our previous chapters, you'll want to go with the Necrom Collection. Either version, the standard or the deluxe collection, grants you instant access to 6 of our previous chapters and the base game. And you'll of course be able to access the Necrom chapter once it launches in June. That's hundreds of hours of content all in one package. We like to refer to it as 8 games in one, since each is like its own standalone Elder Scrolls adventure. And keep in mind, you can play these in any order too. Naja, in jeder Reihenfolge, denn da gibt's ein paar Logiklöcher, aber prinzipiell geht es. Ich würde immer anfangen mit dem Grundspiel, mit der Story rund um Molag Bal. Und tatsächlich ist es so, das Grundspiel, wenn man mal bedenkt, dass es von 2014 ist, hat eine ganz solide Story. Es wird aber wirklich spürbar besser. Mit den ersten Erweiterungen, gerade Osinium, mega gute Story. Also für Elder Scrolls ist eine der besten Stories, die ich jemals spielen durfte. For current players, we're offering both standard and deluxe upgrades, which will provide you with the latest Necrom chapter. No matter what version you pre-purchase, you'll receive these items. Hier nochmal ein kleiner Tipp für diejenigen, die quasi diese Pre-Order-Dinger unbedingt haben wollen. Ich empfehle ja nicht vorzubestehen. Jetzt kommt aber ein kleiner Trick. Und zwar machen sie das in der Regel immer so, ich kann es nicht versprechen, aber in der Vergangenheit war es immer so, dass sie nochmal am letzten Tag, also am letzten Tag, bevor der offizielle Release ist, bieten sie halt auch nochmal Pre-Order an. Das heißt, du kannst quasi eine Stunde, bevor das Kapitel released werden, quasi vorbestellen und hast dann diese Boni. Nicht alles, gibt nochmal so jetzt exklusiv, glaube ich, werden sie wahrscheinlich wieder irgendwelche Boni reinhauen. Aber ein Großteil der Boni kannst du quasi auch einen Tag oder wenige Stunden vorher abstauben. Meistens ist das dann sogar etwas reduziert tatsächlich. Also man macht sozusagen nochmal ein Sales. Und jetzt kommt es, die Gaming-Presse, also GameStar und sowas, dürfen in der Regel schon vorab zocken. Also geben schon die Reviews raus, bevor das Spiel veröffentlicht ist. Das heißt, du kannst halt quasi abwarten, dann kurz gucken, hey, wie sind denn so die Bewertungen, ob das gut ist. Und dann trotzdem quasi noch den Vorbesteller-Rabatt quasi abstauben, oder die Boni jetzt hier in dem Fall, abstauben. Mache ich immer so tatsächlich. Kleiner Trick, also ich würde nicht jetzt vorbestellen, ich würde wirklich kurz bis vor Drücker warten, nochmal gucken, ob es schon Reviews gibt. Viele Leute dürfen das auch schon im Vorfeld quasi testen und anhand dessen würde ich das halt kaufen, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt unbedingt dieses Pferd hier haben oder weiß ich nicht was. Sag gleich von vorne weg, prinzipiell, du weißt halt immer nicht, was du für ein Produkt kaufst, wenn du vorbestellst. Ich finde das, wie gesagt, nicht eine vernünftige Entscheidung, deswegen empfehle ich es nicht. Wer mich jetzt kennt, der weiß auch, dass ich das prinzipiell sage. Ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich auf dieses Kapitel, ich denke, dass es auch gut werden wird, nichtsdestotrotz. Denkt ein bisschen nach, wie ihr euer Geld ausgibt, ist letztendlich eure Entscheidung, ne? While some will be unlocked at launch, everyone will receive this unique mount immediately. For a limited time, if you pre-purchase Necrom, you'll also receive this matching pet to go along with the mount that just mentioned. Coming with the deluxe edition is this new Apocrypha-themed one-of-a-kind mount. That's in addition to other pre-purchase items that come with the deluxe upgrade and collection. Separate from our pre-purchase offering, but just as cool, is the Hermaeus Mora collector's statue that's available for pre-order at the Bethesda Gear Store. Be sure and secure yours along with some awesome ESO merch, because right now, for a limited time, we have a flash sale running. Any edition of Necrom also unlocks the new Arcanist class at launch, and we know you've been eagerly awaiting more information on that, so let's check it out now. Lasst euch davon jetzt nicht so krass überzeugen, macht das mit Verstand und sowas, ich will das nochmal betonen. Klar, die machen jetzt einen Flash-Sales, das machen sie mehrfach im Jahr, es wird auch Testmöglichkeiten geben. Ja, lasst euch nicht so leicht das Geld aus dem Portemonnaie ziehen. Die wollen Geld verdienen, ist logisch, ne?
ist ja auch deren gutes Recht, so ist das nun mal. Aber es gibt mehrere Sales-Angebote im Jahr von Elder Scrolls Online. Ihr müsst jetzt nicht direkt das quasi bestellen, nur weil 20% Rabatt ist. Das ist nicht der mega beste Deal. In der Regel kriegt ihr das Kapitel auch noch mal am Ende des Jahres für 40-50% zum Teil reduziert. Also, wer sich geduldet, der spart auf jeden Fall hier ordentlich Geld. All right, we've waited long enough. Rich, it's Arcanist time. Spill some details. Where do you want to start? You know, this is easily been the number one most requested feature from players since the Necromancer back in 2019 with Elsewhere. Well, I mean, why don't we give the players a little bit of the backstory and inspiration behind the Arcanist? The Arcanist is a new way to play and experience ESO. It's the seventh playable class and channels the power of Apocrypha to create ancient runes of power. This weird knowledge lets them do some truly fantastic things. Destroying their enemies with runic magic, summoning tentacles from the abyss, healing their allies, and some even protecting themselves from the worst the Daedric Planes have to offer. Of course, what everyone really wants to know is, how do you play the Arcanist? And we've got just the person to tell us. Ah, sieht aber schon ziemlich geil aus. Also, mal gucken, was wir jetzt noch zu Gesicht bekommen, aber ich würde mal sagen, mit die beste Klasse, die ich bisher so in ESO gesehen habe. So von den Effekten und wie das jetzt so wirkt. Aber mal gucken, wir sehen jetzt bestimmt noch ein bisschen mehr. With the Arcanist, we wanted to keep the basic form of the class familiar to everyone, so there's something for all playstyles, while letting us be more creative with the abilities themselves. We started off with three skill lines. Herald of the Tome, Apocryphal Soldier, and Curative Runeforms. Each line focuses on a different aspect of the game. Offense, defense, and support. The challenge we embraced was making these abilities feel unique compared to previous classes, but not so systematically different that veteran players would feel out of place. I know several of the abilities will leave you awestruck. Two of my favorite new abilities are Apocryphal Gate and Abyssal Impact. Apocryphal Gate lets you open a pair of temporary portals. Geil! Alter, da hau ich hier fast meinen Schreibtisch um. Das ist ja nochmal. An Abyssal Impact. Apocryphal Gate lets you open a pair of temporary portals. Nein! Die führen jetzt Teleportation ein? Ein Portal? Was? You can jump between for extra in-fight mobility. Eieiei. Eieiei. Diese Klasse ist jetzt schon meine Lieblingsklasse und ich habe sie nicht mal gespielt. Also das mit dem Portal, das reicht das komplett für mich. Also wirklich, das ist ja. Ich glaube, das gab so. Wo gibt's das? Ich glaube, Witcher 3, wenn man Ciri spielt, ne, die kann sich teleportieren. Und das war ja ein. Das war mega cool vom Gameplay her. Absolut OP, ich weiß, absolut OP. Hat aber mega Spaß gemacht. Das sieht ja mal. Okay, das ist cool. Das ist mega cool. Or use these portals for creative exploration. Nein, ist das geil! Between for extra in-fight mobility. Or use these portals for creative exploration. Habt ihr gesehen? Ja, also man kann. Also jetzt bin ich gespannt, wie weit geht das? Das sind, glaube ich, nur 10, 20 Meter, aber dass du dich jetzt quasi so ein bisschen hoch teleportieren kannst damit. Abyssal Impact is a bit more direct. Jo, Alter, also die könnten. Das ist. Portale, was soll ich, darauf erstmal einen Schluck. Die Leute wollten einfach eine Klasse haben und dann hauen sie jetzt hier sowas raus, ja? Mega. It has you infuse your arm with unstable magic, transforming it into a tentacular weapon as you thrust forward, damaging and debilitating. Das wird ein Meme. In your foes. I'm also super excited to share that we're doing something very different for the Arcanist. Implementing a combo point system. Okay. In this system, certain abilities will build points while others will spend them, giving them an extra bit of oomph by enhancing or augmenting the ability. We're aiming for this to be something all players can easily get a handle on, so no one should worry that this class will be too technical to play. You can't let too much out of the bag yet, though, so the rest will have to be a secret for now. We're initially coming up with the Arcanist, we had a ton of ideas and inspiration coming from all sorts of places. Movies, comics, classic literature, and both retro and modern games. It was even a handful of anime references. And while we had a lot of great ideas, there was one that led us to a major breakthrough and helped bind everything together, the Black Books of Hermaeus Mora.
Now, while this gave us a solid feel for how the abilities should look and sound, you won't necessarily be wielding one of the black books. Instead, you'll summon your own tome, in which you've inscribed numerous bits of ancient knowledge that you've gleaned from the Prince of Fate. Think of it like your own cookbook you glance at every so often to spice up your spells. This won't be the only taste of the Arcanist you'll get, though. You'll also come across foes, and maybe a friend, who will wield the same deep magic that you'll learn. There may even be some unforeseen enemies that have tomes worth of forbidden arcane power to throw at you. This is just the first page of the story of this new class. We've had a ton of fun making it. Das mit den Büchern, was wir jetzt hier gerade gesehen haben von den Gegnern, dass man so einen Bücherwirbel machen kann, das wäre auch eine geile Fähigkeit. Also wie ich es jetzt verstanden habe, ist das jetzt nicht eine Fähigkeit der Klasse, aber das schmeißen einen quasi Feinde gegen den Kopf. Aber es wäre auch eine geile Fähigkeit. Also das hätte ich auch ganz gerne. Sieht nämlich ziemlich cool aus, diese Animation. And we've got plenty more to show you as time goes on. I can't wait for you all to experience adventuring Tamriel and the realms beyond, alongside or as an Arcanist. Also ich finde es mega cool. Ich finde es auch mega cool mit diesem Kombo-System. Bin ich mal gespannt, wie das in der Praxis ist. Ihr habt gerade gemerkt, das Ding mit den Portalen hat mich absolut gecatcht auf jeden Fall. Das ist mega. Dass man das auch so für die Erkundung der Welt einsetzen sollen können darf. Super. Absolut super. Ich bin gespannt, wie das dann im PvP wird. Ich spiele jetzt nicht so häufig PvP. Wie gesagt, bin ja eher Solo-Spieler, Singleplayer. Ab und zu mal zusammen mit meiner Freundin oder mit irgendeinem Kumpel. Könnte ein bisschen tricky werden, wenn sich die Leute die ganze Zeit hinter dich teleportieren und so. Und vielleicht auch ein bisschen glitchy. Stichwort halt Mauern, Wände, kann man da so einfach durch. Mal gucken, wie sie das gelöst haben. Da bin ich gespannt, ne? Da müssen ja einige heftige Berechnungen im Hintergrund laufen. Könnte deswegen echt ein Bugfest werden, gerade wenn ich an Cyrodiil denke, was ja bisher nicht so gut läuft. Mal gucken, wie sie das gelöst haben. Bin ich echt gespannt. Aber es sieht cool aus. Und ich finde es cool, dass sie sich das trauen. Ich finde die Klasse erstmal so, vom Look, vom Feeling, passt zum Kapitel, passt zur Apokrypha, sieht mega geil aus. Und ich glaube, die sind hier wirklich die Extrameile gegangen, muss ich sagen. Also, Klasse wird sich sehr, sehr lange gewünscht. Und das Ding ist halt, dass sich die Klassen alle sehr, sehr ähnlich spielen. Man hat das sehr, sehr angeglichen mit dem Gedanken, hey, jeder kann natürlich das spielen, was er so ein bisschen will. Und dementsprechend müssen die Sachen ja so ein bisschen quasi gleich sein. Ja, das ist so ein bisschen die Kehrseite davon, von Elder Scrolls, von der Idee, dass man halt eigentlich quasi alles lernen kann, dass man alles machen kann. Ne, wie das im Skyrim, Oblivion, generell in der Elder Scrolls-Reihe der Fall ist. Und hier bei dieser Klasse habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das wirklich sich stark unterscheidet. Könnte vielleicht auch ein Problem werden, wenn alle nur noch diese Klasse spielen wollen. Aber wir werden es sehen. Ich bin aufgeregt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Werde auch wahrscheinlich auf diesem Kanal nochmal so eine First Impression dann geben, wenn es draußen ist. Wir können ja dann vielleicht sogar gemeinsam so ein bisschen das Kapitel anfangen zu zocken. So ein kleines Let's Play jetzt. Vielleicht nicht komplett. Passt nicht so ganz zu diesem Kanal. Vielleicht auch BMOs. Müssen wir mal gucken. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Werden wir dann sehen. Okay, Rich. Now let's talk about some new features and systems. Start with, any chance there's gonna be some new companions? Yes, in fact, we've got two new companions coming to ESO with this Necron chapter. And for those that don't know who or what companions are, they're your permanent adventuring buddies. Someone that's at your beck and call whenever you want to help you explore Tamriel. And the feedback from players since the inception back in 2021 has been overwhelmingly positive. And we've been looking to expand and evolve it in new ways. So tell us about the two new companions we're going to see. The first companion is called Sharp as Night, and he is an Argonian warden who is a bit of a mercenary and an enigma. He originated from Black Marsh, but his past is lost to him, and he spent a lot of time trying to figure out who he is to no avail. He is a lot more reserved than our other companions, as he's lived a tough life and he really isn't overly chatty, and you're gonna have to prove yourself to him. And then there is Azander. Azander is a Redguard male and a little bit of a crazy fatherly figure professor. Think Willy Wonka meets Dumbledore, and he's got this really singular focus on the pursuit of knowledge. And so what's so special about Azander, Rich? As some of you might have guessed, with Azander being so focused on this pursuit of knowledge, he's an Arcanist himself, so you'll be able to dig into a bit on that side of his story as well. Some amazing stuff, and that's not all we've got cooking. Like, every chapter we offer loads of side quests. Okay, ganz kurz Pause doch mal hier an dieser Stelle, bevor er weiter hier referiert, wie toll die Nebenquests und alles sind. Begleiter, beziehungsweise die Gefährten, werden sie ja genannt, ist 2021 eingeführt worden, haben nicht ganz so viele neue Spieler oder Leute, die so ein bisschen drumherum sind, nicht mitbekommen. Sind mega cool. Du kannst zum Beispiel den Fertigkeiten ja geben, du kannst deren Aussehen anpassen und so.
Leider dienen sie nicht als Inventarerweiterung. Das Inventar in ESO ist ja relativ starr. Nicht so wie in Skyrim, wo man halt quasi denen halt ein Schwert geben kann. Du kannst sie allerdings ausrüsten mit Waffen und so. Gibt's extra für Gefährten. Und das System ist echt gut gelungen, muss ich sagen. Es ist sehr, 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 sehr viel runder als zum Beispiel die Begleiter bzw. Gefährten in Fallout oder generell in Skyrim. Sehr gut gelungen. Gefällt mir mega. Ich fand's gut, dass sie das eingeführt haben. Es gibt von einigen Veteranen so ein bisschen Kritik. Viele sagen, dass die halt unnötig sind, weil ESO relativ leicht zu spielen ist. Ich find's einfach geil, auch mit jemandem quasi durch die Welt zu streifen. Und man kann sie halt auch dafür nutzen, beispielsweise, um halt eine Gruppe zu filmen, wenn man zusammen einen Dungeon machen will. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin spiele, nimmt sie einen Begleiter mit, ich einen Begleiter, schon sind wir ein Squad, beziehungsweise vier Leute und können halt einen Dungeon in ESO spielen. Was mega cool ist. Also das ist echt eine gute Ergänzung gewesen. Das haben sie sehr, sehr geschickt gemacht. Und es ist einfach mal nett, jemanden quasi auf den Abenteuern so ein bisschen dabei zu haben, der so ein bisschen die Sachen kommentiert. Ja, und ich fand jetzt die Begleiter bzw. Gefährten aus den letzten Kapiteln immer so ein bisschen schwach. High Isle, da ist die Isobel oder Isobel, keine Ahnung, wenn man die jetzt richtig ausspricht, eigentlich ganz cool auf jeden Fall. Und ich finde die beiden Begleiter, die sie jetzt hier gerade vorgestellt haben, echt ganz spannend. Besonders den Argonia. Ich habe den Verdacht, dass viele diesen Argonia spielen werden. Viele Leute mögen ja dieses Düstere, dieses Schleichen, dieses Assassinenhafte. Passt wahrscheinlich auch zu vielen Charakterbuilds einfach. Ich finde aber auch diesen Alchemisten, den sie jetzt gerade vorgestellt haben, irgendwie ganz lustig. Dieses Tollpatschige, dieses Gelehrte. Der passt, glaube ich, eher zu mir. Den werde ich wahrscheinlich mitnehmen auf meine Reisen. Und sie sind halt auf jeden Fall eine Stütze auch im Kampf. Ne? Also sie unterstützen einen so ein bisschen, können einen vor allen Dingen ganz gut heilen. Dafür sind sie unglaublich praktisch. Deswegen kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Und ja, es ist ganz nett auf jeden Fall, die mit auf den Reisen zu haben. It's a new trial, there's world events, public dungeons, delves and more. Roughly how much content do you think we're talking here, Rich? Players can expect around 30 hours of content just from the main storyline in addition to all the side content and everything you just mentioned. Klingt auf jeden Fall ein bisschen mehr jetzt aus dem Bauchgefühl so heraus, wie wir das bisher, also Blackwood war ein bisschen dünner, auch High Isle war ein bisschen dünner, fand ich persönlich. In der Regel kommst du so auf eine Spielzeit real 20 bis 25 Stunden. Jetzt bedingt dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen was von Apokrypha gesehen haben und dem Telvanni-Archipel, also würde ich erstmal grob sagen, dass das hinhaut, was er sagt. Ne? Kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Spielstil an. Finde ich eigentlich schon nicht wenig, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich alles erkundet und vielleicht auch ein bisschen craftet und sowas, dann bist du deutlich länger unterwegs. Also wenn du jetzt wirklich halt irgendwie, weiß ich nicht, jedes Set da craftest, dann kommst du easy auf, nicht 30 Stunden, dann bist du bestimmt bei 40, 50 Stunden, wenn nicht sogar mehr. Also wenn du da wirklich alles mitnehmen willst, dann spielst du ja dann auch einige Dungeons und einige Verliese häufiger. Es gibt ja schon immer sehr, sehr viel zu tun auf jeden Fall. Deswegen halte ich 30 Stunden für eine sehr, sehr realistische, faire Angabe, ehrlicherweise. Mal gucken. Always so much to do in an Elder Scrolls chapter, and the team has really pulled out all the stops with Necrom. We really have, and players won't have to wait too long to begin their Shadow Over Morrowind adventure. Players will be able to begin their adventures this March with our first DLC. Awesome. I will definitely be checking that out. Before we wrap things up, let's talk about... Das DLC wird dann wahrscheinlich wieder irgendwie so zwei Dungeons sein, gehe ich mal von aus. Machen sie immer so, finde ich persönlich eher weniger interessant mit den Dungeons, weil... Ja, ist vor allen Dingen so eine Gruppenaktivität. Ich finde es ehrlicherweise, ich sag's wie es ist, ein bisschen zu teuer. Dafür, dass man halt, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, vielleicht bieten sie ein bisschen mehr an, aber für zwei Dungeons, die sind halt relativ schnell durchgespielt, ne? Also du hast das, du schaffst so eine Dungeon mit, wenn du die Story verfolgst, ist es so eine halbe Stunde bis 45 Minuten, ja? Also, wenn du musst ja die ganzen Gegner besiegen, mal zwei, dann gibt's halt, okay, man könnte jetzt sagen, noch Normal- und Veteranenmodus, wenn man es halt nochmal ein bisschen schwieriger spielen will. Und dafür verlangen die halt roundabout einen 10er oder bis 15 Euro im Schnitt immer. Wenn man es umrechnet, das ist ja meistens nur im Kronenshop erhältlich. Deswegen hast du ja so einen komischen Wechselkurs. Finde ich zu teuer. Müssten sie günstiger machen, dann würde ich es mir holen. So warte ich immer ab, wenn es ein Bundle gibt oder sowas, dann kriegt man die manchmal nochmal günstiger geschossen. Finde ich immer zu dünn. Also das ist immer ein bisschen zu hoch angesetzt. Das ist immer so einen kleinen Ticken über der Schmerzgrenze. Finde ich schade. Ich glaube, man könnte da nochmal mehr Leute von begeistern, wenn man halt ein bisschen mehr entweder reinmachen würde oder ein bisschen den Preis runtersetzen würde hier. Some changes that you're planning to the ESO calendar. Absolutely. So ESO is a living, breathing world that is constantly evolving. As a team, we're always evaluating where we are, what the game needs, and the community sentiment around how well we're doing. And over the years, we have made many changes based on these evaluations. But one of the fundamental pillars that hasn't changed has always been to create as much story content as we possibly can
to try to keep up with our players and their insatiable desire for new stories and adventures. Mm-hmm. And this constant drive is one of the reasons why ESO has become one of the best games on the market today. There's so much to do, so many stories and locations to experience, tons of systems, and various activities to participate in solo or with friends. So what's changing? We want to continue on creating these new adventures while also addressing quality of life feedback and bugs that have emerged over time. In other words, we want to focus on polish and iterate more on cool ideas, be it stories or systems, with the overall goal of making each release as solid as it can be. The first half of the year isn't really going to change much. We've been hard at work on a lot of this stuff for a very long time. We're still doing a dungeon DLC with two new dungeons and a prologue quest to kick off this new arc. The chapter is releasing in June with all the goodies you love and expect. Where things are changing this year are fall and winter. That's great news for players. Don't stop. Keep going. Late summer, our focus is going to be on bugs and quality of life additions. Things like pre-made group finder or an all-in-one attunable set crafting station as examples. Mm-hmm. There won't be any dungeons in this update because for update 40, which comes towards the end of the year, the team is working on something really epic, something pretty special that they just need more time on. I mean, come on, Rich, we gotta give them more than that. Okay, fine. How does an endless dungeon with a buddy sound? Oh, sounds good. We'll have a lot more info on this later in this year, but I'm insanely excited about sounds this. Okay, jetzt wurde hier gerade extrem viel gesagt. Ich gehe ganz kurz auf das Letzte ein quasi, weil ich mir darunter irgendwie gar nichts vorstellen kann. Also irgendwie endlose Dungeon, keine Ahnung, klingt so nach so einem Arcade-Mode quasi. So ein bisschen halt quasi, als ob man so eine unendliche Dungeon hat und immer wieder Feinde besiegen muss und vielleicht ist die Feinde immer stärker werden quasi und dass man irgendwann halt einfach wirklich stirbt, aber dass es halt darum geht, so hoch wie möglich im Score zu kommen. Klingt interessant, klingt nach einem netten Spiel im Spiel quasi. Keine Ahnung, also finde ich merkwürdig. Es ist ja so die ganze Zeit so ein bisschen auf dem Tisch, das haben ja so ein bisschen auch im internationalen Raum, gerade im englischen Raum, die ESO-Community viel drüber spekuliert, ob vielleicht Spellcrafting kommt. Es gab dazu ja auch schon mal so ein quasi ein System, was so ein bisschen vorgestellt worden ist. Aber das klang jetzt erstmal nicht, dass das das wäre. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich check's gerade nicht so. Muss ich sagen, muss ich mich noch mal ein bisschen informieren, noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was das sein könnte. Wir werden es ja auf jeden Fall am Ende des Jahres erfahren. Ich finde spannend, also für diejenigen, die es ein bisschen verfolgen, die wissen es schon. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich kläre mal ganz kurz auf. 2022 war für ESO ein holpriges Jahr. HIAL ist nicht ganz so gut angekommen. Es gab auch ein bisschen Kritik. Viele Spieler haben auch das Spiel quasi verlassen, vor allem die Veteranen, weil es zum Beispiel im PvP unglaublich viele nervige Bugs gibt. Einer der Unique Selling Points, der auch richtig cool eigentlich ist, ist, dass du halt im PvP Cyrodiil, die komplette Map von Cyrodiil steht dir wirklich zur Verfügung, in den Krieg ziehen kannst und wirklich Schlachten erleben kannst mit Hunderten von Spielern. Das Problem, was Cyrodiil seit Jahren hat, eigentlich schon seit der Beta, ist, dass es unglaublich laggt, dass mitten im Kampf halt Aktionen nicht getriggert werden, dass manchmal einfach ein Ladebildschirm aufploppt. Hat man in den letzten Jahren eigentlich ganz gut in den Griff bekommen, doch mit High Isle, wahrscheinlich auch wegen Corona, weil die Mitarbeiter nicht alle wirklich vor Ort waren, ist das alles so ein bisschen, naja, wirklich in die Hose gegangen. Das ist sehr, sehr schwierig zu spielen gerade aktuell. Es gibt Performance-Probleme und so weiter und so fort. Die normalen Gebiete, wo sich die meisten Spieler allerdings aufhalten, also das große, der Großteil des Spiels wirklich, vor allen Dingen auch Solospieler wie ich, die funktionieren halt einwandfrei. Da kannst du ganz normal Questen normal spielen. Ich habe eigentlich gar keine Probleme gehabt. Ich bin kaum über Bugs gestoßen. Aber das ist natürlich ärgerlich, weil man bietet hier ein Produkt an, ein Spiel an und bewirbt halt PvP. Und ich kann da echt verstehen, die Leute, die deswegen wütend sind, ja. Weil die Idee zu sagen, hey, du kannst jetzt im Elder Scrolls-Universum große Schlachten gegen andere Spieler spielen, das ist schon scheiße geil, muss man sagen. Und dann funktioniert das nicht wirklich richtig. Ich weiß nicht, ist bescheuert. Vor allen Dingen, wenn das seit Jahren so ist. Deswegen freue ich mich, dass sie da auf jeden Fall vielleicht mal die Sachen angehen. Und es gibt auch so Kleinigkeiten. Ich nenne mal so ein ganz kleines, banales Beispiel. Du kannst zum Beispiel jetzt im Menü einstellen, wie die Menümusik ist. Ja, mit jedem DLC, mit jeder Erweiterung gibt es eine neue Titelmelodie und die war immer automatisch sozusagen die neueste und einige finden halt die alte beispielsweise ganz cool. Und deswegen hat das Team halt reagiert und hat gesagt, okay, wir fügen das jetzt hinzu, du kannst halt die Titelmelodie dir aussuchen im Menü. Ja, ist so eine Kleinigkeit. Echt cool, dass sie das eingefügt haben, aber es ist so, dass mit jedem Update, mit jedem Patch, der rauskommt, das wieder zurückgesetzt wird und du wieder die neueste Musik hast. Das heißt, du musst halt wieder die Einstellungen reingehen und wieder die Musik umändern. Wie gesagt, nur eine Kleinigkeit, aber Digi, das nervt halt einfach. Also es ist halt nicht final
wirklich durchdacht. Und das ärgert mich halt einfach ein bisschen. Und wenn sie jetzt so sagen, hey, Quality of Life Improvements, so welche Kleinigkeiten, wie er sie ja gerade angesprochen hat, dann finde ich das gut. Und man glaubt gar nicht, wie sehr das ein Spiel tatsächlich verbessern kann. Wenn du so richtig viele kleine Quality of Life Improvements hast, Bugs, Fixes, kleine Verbesserungen, einfach so kleine Sachen, wie zum Beispiel die Menüführung an einigen Stellen, wenn du die halt einfach abrundest und das stapelt sich. Das macht dann ein Spiel wirklich richtig gut, finde ich. Und da bin ich ziemlich gespannt, was sie machen wollen. Man darf immer nicht vergessen, dass sie trotzdem richtig viel arbeiten. Also während letztes Jahr ist High Isle rausgekommen. Da hat dann natürlich schon ein Team hier an diesem Kapitel gearbeitet, ne? Also ein Teil macht immer quasi das bestehende Kapitel und ein Teil arbeitet am nächsten. Während die jetzt gerade dabei sind, das hier zu veröffentlichen, ne, arbeiten sie quasi schon an dem Kapitel für 2024. Ja? Das darf man immer nicht vergessen. Also da arbeitet dann schon ein Team und das bestehende Team versucht jetzt gerade den Release fertig zu machen, die ganzen Fehler und Bugs zu beheben. Das ist ziemlich schwierig bei so einem Online-Spiel. Und nochmal, wir reden hier von einem Spiel, was jedes Jahr irgendwie ein großes Kapitel herausbringt mit 30 Stunden Spielzeit, was für sich genommen ein eigenes kleines Spiel tatsächlich ist. Oder klein, ich finde das schon viel. Ne? Das ist schon eine Mammutaufgabe. Ne? Möchte ich deswegen einfach nochmal sagen, weil mir aufgefallen ist, dass es in der letzten Zeit auch sehr, sehr viele toxische Videos gegen ESO gab. Und ich finde das ein bisschen unfair. Ich finde es wichtig, dass man ein konstruktives Feedback gibt und nicht alles gleich so komplett schwarz malt. Gerade diese Schwarzmaler, ne, sind halt die Ersten, die es dann halt wieder zocken. Das ist halt einfach lustig, ne? Es ist halt überall das gleiche Phänomen. Und deswegen ein bisschen den Ball flach halten. Einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Was sie hier heute vorgestellt haben, ist auf jeden Fall mega. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt ja auch noch die letzten ein, zwei Minütchen an. Mal gucken, ob es noch was Wichtiges gibt, was sie sagen. Very cool. Well, Rich, I want to thank you for all the details surrounding Necrom and the Shadow over Morrowind Adventure today. I know I'm excited to play and I sure hope everyone watching is as well. We are just as excited. But before I go, I wanted to personally thank the entire team for all of their incredible work. It's truly an honor to be able to represent them here today. Also, on behalf of the entire ZOS team around the globe, I'd like to thank you all for your continued support. You've helped make ESO and its amazing community what it is today. All right, let's throw it back to Jess and Gina to fill everyone in on in-game events, talk guilds, and more. So it's obviously no secret that there's always something to do in ESO. In addition to all this content, we offer a wide variety of in-game events catering to all different play styles, from PvP to Overland, seasonal festivities and more. Diese Events finde ich persönlich auch immer mega cool, gibt's immer wieder. Ich glaube, jetzt läuft irgendwas für alle diejenigen, die Elsewhere haben. Da gibt's wieder so ein Event, gibt's Boni und so weiter, neue Rüstungen. Und gerade diese Events eignen sich wunderbar, um halt einfach entspannt so ein bisschen zu zocken, auch was im Hintergrund am Laufen zu haben, wenn man halt meistens einfach irgendwie farmt, ein paar gib mir das, hol mir das Aufgaben macht, also jetzt sehr, sehr fetchige Quests macht. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil es einerseits genügend guten Content, wie gesagt, gibt und man kann das halt einfach so nebenbei laufen lassen. Weißt du, also man kann spielen und nebenbei was laufen lassen. Mache ich persönlich immer ganz gerne. Man kann auch einfach Mucke hören oder so und hat halt so ein bisschen eine Beschäftigung, einfach so ein bisschen Zerstreuung. Ist ja auch schön, wenn man einfach mal so ein bisschen simple Zerstreuung hat im Leben. Diese Events sind halt dafür einfach immer mega oder halt, um gemeinsam mit Freunden tatsächlich mal eine Runde zu spielen. In addition to our quarterly content updates, this year we'll be having 11 in-game events. Plus the 11. Also jeden Monat gibt es irgendein Event. Die drehen ja ordentlich auf. Ich weiß nicht, ob es jetzt letztes Jahr war es, glaube ich, nicht ganz so viel. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass es sogar normal ist. Aber es klingt für mich jetzt 11 Events klingt für mich ziemlich viel. The themed monthly PvP Battleground Weekends. In fact, our first in-game event for the year, the Season of the Dragon Celebration, starts in just a couple days. And who better to enjoy all these events with than friends? ESO is great solo, but even better with friends. Or a whole guild of friends. Whether you're into PvP, 12-player trials, crafting, questing, or even fishing and house decorating, there's a guild or five for everyone and every playstyle. Bevor ihr fragt, ich habe leider keine Gilde aktuell. Das war mal so ein bisschen in Planung. Mir fehlt die Zeit. Ich mache halt sehr, sehr viel Video-Production. Das ist wirklich ein 10-Stunden-Job quasi. Man glaubt das immer gar nicht, aber ich habe viel zu tun. Deswegen fehlt mir so ein bisschen die Zeit dafür. Aber, und jetzt kommt es, kommt gerne auf unseren Discord, Link in der Beschreibung. Es gibt einen eigenen Channel für ESO. Dort könnt ihr euch gerne verabreden. Und sagen wir mal, wenn sich jetzt einige von euch bereit erklären und sagen, hey, wir wollen sozusagen in meinem Namen eine Gilde gründen quasi, so eine Amiibos-Community-Gilde,
ich würde das sofort unterstützen. Meldet euch einfach per Discord bei mir, dann können wir darüber mal ein bisschen schnacken oder sowas. Falls vor allen Dingen, wenn da jemand schon ein bisschen Erfahrung mit hat, finde ich ganz cool, so eine entspannte Feierabendgilde quasi. Sagt einfach, schreibt in die Kommentare, meldet euch auf Discord und vielleicht kann man da ja mal was gemeinsam organisieren. Wie gesagt, mir fehlt da halt echt die Zeit so ein bisschen. Ich bräuchte Menschen, die das halt quasi komplett managen, die den Hut dafür aufnehmen. Fände ich aber mega geil, wenn man da vielleicht was gemeinsam bauen könnte. Würde sich, glaube ich, auch einfach nochmal gut eignen, um hier auch irgendwie so ein bisschen die Community auf diesem Kanal so ein Stück weit zu beleben. Läuft ja schon gut, aber noch mehr zu beleben. Man kann ja immer gemeinsam halt Abenteuer erleben und so. Fände ich eine ganz coole Sache. You can find your first or next guild via the in-game guild finder. If you're a current player and have a guild who is looking to welcome new adventurers, let us know about it on Twitter. Tag us at TessOnline. And speaking of coming together, we're extremely excited to let everyone know that we'll be hosting an in-person event this spring to celebrate all things ESO and the Shadow over Morrowind adventure. We'll share details on our website and social channels very soon. In the meantime, if you want to learn more about the first DLC in the Shadow over Morrowind adventure, we'll be previewing the DLC and Update 37 live on Twitch this Friday. So be sure and tune in. That was a packed show. Lots of change, lots of new. A quick reminder that ESO Necrom is available for pre-purchase. So, ja, da wird nochmal Sales gemacht. Ich denke, das war's erstmal. Ich fand das Event halt mega cool auf jeden Fall. Ich fand's cool, dass sie halt eingegangen sind nochmal so auf die Lore. Muss ich sagen, es hat mir am meisten gefallen. Ich finde die Klasse mega interessant. Ich find's cool, dass es nach Apokrypha geht. Ich finde die Dunmer mega spannend und das Dunmer Archipel, beziehungsweise die Dunmer, Telvanni-Halbinsel. Ja, also so vier große Punkte, würde ich sagen. Jetzt müssen wir noch einen fünften irgendwie ausdenken, damit die Handvoll ist. ESO ist einfach so super. das finde ich alles schon mega interessant. Ich bin richtig gespannt. Wir werden auf jeden Fall reinschnuppern. Ich werde auch eine kleine Review quasi dazu abgeben, wenn es dann draußen ist. Und auch eine First Impression quasi. Muss ich ganz gucken, wie das mit Starfield aussieht, weil ich werde vor allem auch dieses Jahr sehr, sehr viel Starfield-Content machen. Aber ESO wird auf jeden Fall hier auch behandelt werden. Und da ich ein großer Elder Scrolls-Fan bin, wird es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Content auch dazu geben. Also da könnt ihr auf jeden Fall von ausgehen. Deswegen freut es mich natürlich, wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, abonniert einfach gerne, Glocke an und so weiter und so fort. Ihr wisst den ganzen Schnack, muss ich gar nicht erwähnen. Dann kriegt ihr nämlich meine Videos häufiger auf der Startseite vorgeschlagen. Dafür dient der Abonnier-Button. An dieser Stelle werde ich euch nochmal das Video, das müsste ja schon draußen sein, verlinken mit den aktuellsten News, beziehungsweise wo ich das Event nochmal zusammenfasse quasi. Wird jetzt hier verlinkt. Vielen Dank an die Nachtlingen, die mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und bleibt gesund, bis dann, euer Amemos.